Wir befinden uns auf dem Weg zum Palais des Nations, um heute möglichst viele Delegierte der WHO-Jahrestagung zu den Entwürfen der neuen Gesundheitsvorschriften und zum Pandemievertrag zu befragen. What do you think are the biggest advantages for every country and for every citizens in the world with a new WHO contract? Oh, I can't answer that. No, I can't answer that one. Of course, okay. There are lots of issues that have to be resolved. What are the respective roles of public investments? Should the public investments be conditioned and guarantee access so that there is no transfer of public money to private interest? What we're talking about in Germany is that we're missing two words in the draft. The first one is dignity, and the second thing is the freedom for the people. That's missing in the drafts. Did you realize that so far? That's an interesting comment. I did not probably read the drafts deeply enough to see that. Das Interessante an diesem letzten Statement für mich war, dass sie sagte, es ist ganz interessant, was sie da in diesen Entwürfen entdeckt haben. Das war mir so noch gar nicht bewusst. Interessant, dass die hier in Genf über die Änderungen in den internationalen Gesundheitsvorschriften und auch in diesem neuen internationalen Pandemievertrag diskutieren, das noch nicht entdeckt haben. Sind Sie mit den Entwürfen der Verträge soweit einverstanden oder gibt es Ihrer Meinung nach auch noch Punkte, an denen man arbeiten sollte? Ich finde, es gibt ein paar Punkte, die schon relativ gut sind. Gesundheitsarbeiterinnen sind repräsentiert, aber es könnte auf jeden Fall gestärkt werden, vor allem von der Perspektive von Gender Equality. More about this. He was asking about the role that Bill Gates plays in financing a lot of the WHO, and shouldn't there be a shift away from that in order so that countries have more control over what the WHO does? Yeah, I'd say absolutely. Absolutely. We need member states and governments to increase, especially core funding that goes to WHO. Those assessed contributions need to increase. It is the role of the member states to support an organization like WHO. Its budget is not strong enough. And what we would say, particularly to German citizens, is that Germany has a role and responsibility to make sure everywhere it is going in global health and in global development, that it brings its values of gender equality and really making sure that the feministic approaches that Germany has so recently committed to are part of what they do in global health and all negotiations. Or a German television? I have a radio meeting going on. I need to go. I'm late. Sorry. Or German television? We would like to ask you two questions. We are not allowed. You are not allowed? Sorry. No? Because I have a bank appointment and I'm almost late. Okay. Mehr als eine Stunde standen wir vor dem Einlass des Tagungsortes und haben jedem, der heraus und hineingegangen ist, das Mikrofon entgegengestreckt und nach einer Minute Zeit gefragt. Ich habe selten so viel Ablehnung erfahren, selten so viele Körbe bekommen und vor allen Dingen habe ich gemerkt, dass es den Menschen nicht recht war, dass wir überhaupt da waren. Antworten wie, ich darf nicht mit den Medien sprechen, ich will nicht mit den Medien sprechen, habe ich sehr, sehr oft gehört. Und trauriger Höhepunkt war sicherlich, dass eine Frau, die mir zuvor ein Interview gewährt hat, nach 5 Minuten zurückkam und sagt, sie möchte es doch nicht, sie darf das nicht autorisieren. Die Frage, die sich mir nun stellt, ist, warum wird hier so viel verheimlicht? Warum herrscht hier keine Transparenz? Wenn doch hier zum Wohle der gesamten Menschheit gearbeitet wird, dann frage ich mich, warum geht man so mit der Presse um? Bei mir verbleibt kein gutes, sondern eher ein mulmiges Gefühl. Ein langer Tag neigt sich seinem Ende entgegen, liebe Zuschauer. Und heute konnten wir nochmal für ein kleines Highlight sorgen. Wir haben uns nämlich auf ein Side-Event geschlichen dieser Versammlung der WHO in Genf. Wir haben 2 Stunden an einer sehr interessanten Versammlung teilgenommen mit zahlreichen Gesundheitsministern aus diversen Mitgliedstaaten der WHO. Auch ein Vizedirektor war vertreten. Es war Bruce Aylward, der interessante Einblicke geliefert hat in das Programm der WHO. Und wir konnten mit dem einen oder anderen Teilnehmer sprechen, um uns mal so ein bisschen ein Bild davon zu machen, wie die Delegierten der WHO
ticken. Und den Bericht kann man wohl zusammenfassen unter dem Titel Friede, Freude, Eierkuchen. Hier denkt niemand über Menschenrechte, über Menschenwürde nach. Hier hat niemand den Eindruck, dass in den Verträgen, zumindest in den Entwürfen zum internationalen Pandemievertrag oder zur Änderung der internationalen Gesundheitsvorschriften, irgendetwas stehen könnte, was den Bürgern Ängste oder Sorgen bereiten könnte. Hier hat man sich selbst gefeiert. 2 Stunden lang hat man in den diversen Programmen klargemacht, was es jetzt braucht. Wir brauchen Trust, Trust bei der Bevölkerung. Und Trust geht nur, wenn wir alle zusammenstehen, wenn wir alle in den sozialen Netzwerken auch einen guten Job machen, um die Menschen von unserer Arbeit zu überzeugen. Da gibt es zweifellos auch sehr, sehr viele gute Vorhaben in den Programmen der WHO. Aber es gibt einfach diverse Punkte, die das Ganze so zweifelhaft werden lassen, wie unter anderem auch die Finanzierung, zum Beispiel durch Privatpersonen, durch Stiftungen, durch NGOs, die dann natürlich auch Einfluss nehmen auf die Politik der WHO. Und darüber muss einfach in den nächsten Wochen und Monaten gesprochen werden. Especially now, when the momentum is growing, we're coming off the back of the pandemic. Never miss a great crisis, right? To do the right thing as you go forward. Man hat heute Abend hier so getan, als stünde es schon zementiert fest, dass im nächsten Jahr auf der 77. Mitgliederversammlung die Verträge ratifiziert und beschlossen werden. Das ist für die hier so sicher wie früher das Amen in der Kirche. Und ich bin mir sicher, da bedarf es noch viel Aufklärungsarbeit, unter anderem auch durch Auf 1, damit zumindest die von uns angesprochenen Änderungen in Bezug auf die Menschenrechte, die Menschenwürde, das One Health Programm oder aber auch die Finanzierung berücksichtigt werden.